Herzlich willkommen hier zurück zu Tommy Clancy's Wildlands. Ich bin der Ending und mit dabei, genau rechts von mir. Der Fangamer, alias Blood Warrior, und ich dachte, du bist nur bei Tom Clancy und nicht bei Wildlands. Bist du jetzt doch bei Wildlands angekommen? Ja, ein bisschen bin ich jetzt in der Wildnis hier. Schau, da kommen wieder Gegner. Oh, ich glaube, der. Was ist einer? Der kommt, glaube ich, raus. Nein, er kommt nicht Ja, raus. ich Ich glaube, das hau mich stimmt mal nicht. hin. Ich glaube, die haben bestimmte Routen, die sie abgehen. Und was mir aufgefallen ist, jetzt am Radar haben wir die roten Punkte, das sind die Gegner, die gesichtet haben. Und dann gibt es einen roten Fleck, ich glaube, da ist ein Gegner noch. Aber der ist in diesem Ungras halt. Ich habe da nur einen roten. Also ich habe viele rote Flecken, aber. Ja, was war nur Punkte? Du hast Punkte und dann gibt es einen roten Fleck, genau neben dem Sag gelben. mir wo. Drüben am Fußballplatz. Ah, jetzt hat er sich in den roten verwandelt, weil wir ihn weg haben. Ja. Oh. Okay, gut. So, ich sehe einen Gegner, ich könnte ihn abschießen. Ja, sobald du ihn hast, schieß ihn ab. Oh, jetzt ist er hinter der Deckung. Wir müssen anscheinend auf jetzt hin sicher schießen. Ich schaue, ob wir da links reinkommen. Gehen wir gemeinsam, willst du gemeinsam rein oder getrennt? Ja, dann geht gemeinsam. Okay, dann gehen wir oder halt gemeinsam. Nah beieinander. Oh, das wollte ich Pass nicht. auf, rechts sind auch noch Gegner. Ah, naja, aber ich weiß nicht, wie die Schulter wechselt. Das ärgert mich. Ich auch nicht mehr. Warte, der kommt gleich, der kommt gleich. Ich hab den. Nicht neu, nein. Oh Gott, Gott. Oh. Das war ein Fehler, ich muss den anderen. Warte, kommt noch einer. Warte, Gleich. Kommt der nächste. Ah, genau, wie das geht muss ich das? Mal aufpassen. Wie geht der Schulterwechsel? Warte, ist das. Warte, jetzt muss ich mich ein Warte, bisschen kommt noch einer. Beeilen. Warte. Na, wir wissen jetzt, dass wir da sind. Oh, pass auf. Wegen der Leiche. Und das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, shit. Das den Blöd, dass man das nicht wie bei Splinter Cell einfach wegtragen kann. Kannst du? Echt? Ja. Gut, zwar noch links. Nee, ich kann keine Leiche weg. Ein Versorgungsseni des Kartells. Nee. Und lassen die oh, ich muss nachladen. Zukommen. Ein Spieler, gut gemacht, ich kann das jetzt spielen. Hast du das schon mal? Ja. Alles schon pro-Gamer-mäßig erledigt. So, da sind wieder Vorräte zu markieren. Ja? Ja, wir müssen Informationen suchen. Vorsicht, ich höre einen Helikopter. Nicht, dass der hier landet dann, ja? Soll ich da mal untersuchen? Das sind wieder Punkte. Ich höre einen Helikopter, ich höre einen Helikopter, ich höre Ich gehe mal ins Zelt. Ja. Warte, wird leiser. Nein, ist leiser. Nein, ist doch laut, nur weil ich ins Zelt zu lassen. Ist okay. Offenes Gelände ist hier hin. Man hört ihn. Du bist nicht fertig, komm ab. Was? Nehmen wir einen Wagen? Ja. Willst du aufs Geschütz oder? Na, mach du mich, ich fahr mal. Das versehen wir du. So, los geht's. Warte, gleich mal testen. Mach dann schön Badabum. Ist du drin? Hier oben. Ja, mach ich ja. Ja, ich bin am Geschütz. Oben. Ja. Geh über mir. Boah. Alter, was ist das für ein Bug, Alter? Geil, Alter. Also bei mir bist du zuerst oben gestanden und ja? bist du runtergeflogen und jetzt rennst du den Auto hinterher. Echt? Ich bin oben drin im Geschütz. Ha? Ich feuer gerade. Du bist zu langsam fürs Auto. Schau, ich feuer gerade. Ja, feuern sie gar nicht. Echt? Nein, du rennst ja gerade hinter dem Auto hinterher. Das ist ein super Bug. Halt, bleib mal stehen. Wärst du in diesem Drecksloch geboren? Ich stecke mal nochmal aus und ein. Eltern, die sich kaum was zu essen leisten können. Was würdest du tun? Arbeit suchen. Oh, jetzt ist er draußen, was? Was? Auf den Steig ich ein? Für ein paar Pennies am Tag. Ich gehe zu Santa bin ich drinnen. Beweise mich.
Genau, jetzt stehst du wieder oben und jetzt, wenn ich losfahre, verlaufe ich zu Menschlichkeit. Tue guten wie bösen Menschen schreckliche Dinge. Okay. Juhu! Zweite Folge, erster Bug. Es wird Nacht. Ah, das ist jetzt diese Spezialenheit, wo wir Musiker und offen sagen, in der Beta gescheitert sind. In der Beta sind wir oft gescheitert. Muss ich auch sagen. Ja. Unidad. Gefährliche Feindfraktion, die angreift, sobald sie sieht. Aber da kann man die Leichen nicht wegschaffen. Ich meine, das wäre geil, die Option, aber... ich glaube, irgendwas hast du machen können. Gut, die haben Scharfschützen, ja? Ja, das mit der Scharfschützen war mit der Kirche, was wir gemacht haben. Nein, aber die haben da auf dem Außenpunkt Scharfschützen stehen. Schild werden Gesellschaft. Da ist ein Scharfschütze. Zweites Ziel da drüben. Ah ja, da oben. Das heißt, die sehen uns, fühle ich besser, gell? Tango getötet. Oder so. Okay, da war ein Scharfschütze mal. Na, ich dachte nur, dass wegen, falls die Leiche wieder sehen. Der andere ist aber zu weit weg. Ah, oben ist nur einer. Nee, aber auf der anderen Seite ist einer. Ziel Nummer 2 da. Warte mal, ich muss hier gerade von oben von der Drohne. Ah, du auch? Ich fliege auch gerade mit der Drohne. Aber ich habe gelesen, dass man dass die Gegner die Drohne decken kann, also fahr nicht zu nah an die Gegner ran. Okay. Rebellengefängnis. Ja, Martin, brauchst du es nicht unbedingt. Nur halt. Oh, da sind viele. Okay, warte. Ist aber geil, Leute, die Drohne deine Batterieanzeige. Ich robbe mich immer hin. Du bist also Robben diesmal. Ja. Ich gehe mal da durch den Fluss drüber. Warte, aber der kann uns das sehen. Geschauschützen. Ah, da ist noch einer oben. Weiter hinten. Das sind zwei Scharfschützen noch, ne? Ja. Ich würde sagen, wir gehen die Mauer entlang. Ah, da bist du. Wir gehen die Mauer entlang, würde ich sagen. Schauen, wo für sowas hin. Sollten wir uns vielleicht auch ein Scharfschützengewehr zulegen. Ja, das stimmt. Bei der nächsten Ausrüstungskammer vielleicht. Falls wir schon eins haben, weiß ich gar nicht. Haben wir schon eins? Ich weiß nicht, in der Beta hatte ich relativ schnell eins zum Auswählen. Gut, ich bin nochmal drin, aber vorsichtig sind schon Gegner. Warte, ich komm schon nach. Na, no, bist du da, was machst du, Hammer? Oh mein Gott, wir müssen die markieren. Wir sind Zivilisten. Ich müsste jetzt nicht auf eine schießen hier. Oh ja, das sind Zivilisten. Ja, das sind Zivilisten, aber da hinten steht glaube ich einer mit einer Maske, das ist kein Problem. Links sind drei, scheiße, rechts ist einer. Rechts, genau beim Helikopter geht einer auf uns zu. Wie du bist das genau offen. So. Gut, die Zelte sind offen, das heißt, wir werden schnell ein Bild gesehen. Genau, das habe ich schon gesagt. Oh! No Zivilist. Ich seh dich. Oh, das wurde jetzt verdächtig. Warte. Kannst du zu mir, du musst zu mir. Ich glaube, der hat mich entdeckt. Der sieht mich. Der kommt genau zu mir. Oh. Wow, das sind drei. Ja, ich dachte eigentlich nur, dass du zu mir kommst solltest. Ich wusste nicht, dass der so nah ist. Oh. Ich bin gefallen. Das ist nicht gut. Nein. Ich weiß. Das war jetzt kein guter. Pass auf, da kommt einer. Kommt einer gleich. Stimmt, das war knapp. Alles weiter hinten. Danke. Wie nimmt man den Schalter einfach runter? Boah. Wie zum Raufgehen? Ah, du musst ranzoomen. Ranzoomen und rauf. Aber wozu?
Ja, wenn man mehr Schaden macht, dann schaltet er. Aha. Und dadurch. Jetzt ist er schon wurscht. Naja, gerade jetzt ist natürlich schon ein Deck, sonst so tötest du den Gegner schneller. Meine ich ja, dass das dann wurscht ist. Oh nein! Bin wieder tot. Ah! Ich muss aufpassen. Boah, das war nice, die Explosion. Ja. Sobald sie dich nicht mehr im Blickkontakt haben, dann ziehen sie auf die Stelle, wo du sie zuletzt gesehen haben. Das ja. Oh, pass auf, da kommen sie. Pass auf. Von hinten kommen drei, ja. Aber wir sind noch hinten, also. Warte, ich geh mal durchs Zelt vor. Oh, da hab ich genau den nächsten niemals nutzen. Alter, hab ich keine Munition. Oh, warte, keine Munition mehr, Alter. Auch nicht in der Secondary? Oh ja. Noch ein Ziel, mach 10. Oh! Drohne ist oben. Irgendwas bötzt da. Bist du das? Nein. Mann, ich bin in dieser Halle. Wir sind hinter dir. Gegner am Boden. Scharfschütze, runter mit dir. Oh, Scharfschütze. Okay, jetzt haben wir ein klassisches Problem. Und ich bin auf der falschen Schulter. Scharfschütze habe ich. Bitte? Scharfschütze habe ich den rechts. Okay. Jetzt kommen Ufile auf uns zu, aber pass auf. Ich weiß, wir haben erst ein Viertel geschafft. Versuchen wir rauszukommen. Alter, wo bist du? Da drüben. Wir werden jetzt rauskommen. Achso, Basis. Oh! Scheiße, jetzt bin ich überrascht worden. Ah! Ich lege jetzt in der Halle. Und da sind Gegner drinnen. Was ich? Dann bin ich rausgelaufen. Ah, da sind zwei Gegner in der Halle. Zwei sind's. Ja, aber die stehen alle daneben. Oh, das war keine gute Granatenwurf. Ein dritter steht bei mir. Ah, den hast du niederbötzt. Ah, nein. Ja, ich glaube, ich werde wohl sterben. Ja, Leute, mein erster Tod in der zweiten Mission, im zweiten Let's Play. Das läuft echt gut. Man hat nur noch 10 Sekunden und das ist unmöglich. Da sind zu viele drinnen. Oha, Alter. Ja, ich muss zurück, tut mir leid. Ja, passt. Wurscht. Warte, ich spawn bei dir. Wir haben nicht einmal die Hälfte. Also das müssen, die müssen wir schauen, dass wir wirklich siegig machen. Wir haben nicht einmal die Hälfte noch. Die ja. Und es werden immer mehr. Wir müssen schauen, dass wir sonst hier erlegen. Der Trucken kommt. Oh. Ich muss da immer weiter zurückfallen. Ja. Vielleicht kannst du sie aber ablenken, das wäre genial. Ich habe vorhin einen Konvoi jetzt gerade angegriffen. Das war ein Fehler. Es kommen lauter Konvois jetzt. Oh, wieder gesehen. Es sind lauter Konvois, die jetzt kommen vorne. Ich hab's gleich. Ich bin Stress. Ich muss. Gut, ich probiere sie abzulenken. Rebellenoperation, Ausrüstung. Ausrüstungskisten. Schnell. Nachschub, Ausrüstung oder Rebellen? Rebellen. Ich weiß. Ah. Oh. Passt, wir können weg. Wir können zurück. Ich lieg wieder im Gras. Weil ist das ein Ernst, jetzt habe ich. Alles wurscht, zieh dich zurück. Zieh dich echt zurück. Wir sind dumm, wir sind vorbeigelaufen. Ah, das habe ich selber nicht geschaut. Wir hätten einfach nur in das Zelt rein müssen, das hacken und dann weg. Okay. Ja, Leute, hier gibt es nicht nur feines Let's Play, sondern es gibt auch Let's Play von menschlichen Leuten, die Fehler machen. Das macht es aus. Das ist auch, was ich auch immer auf meinem Kanal betone. Ich spiele, um Spaß zu haben und nicht auf Pro-Gamer-mäßig.
Darum ziehe ich jetzt auch beinhart, während ich krepiere, an meinem Orangina. Und spawne gleich wieder. Das ist ein Lama, egal. Wo bist du gerade? Kann ich bei dir spawnen? Ich bin auf der Straße, ja. Okay. Ich bin safe, ich warte noch. Ja. Haben wir die Mission jetzt erfüllt? Ja. Geschafft, alle noch ganz. Gut, weil das habe ich nicht ganz mitbekommen. Seht euch das an. Und ich würde sagen, hey geil, ein Lama. Ein Lama ist das. Alter, ich komme aber auf uns zu. Du spuck doch. Ist ja geil. Ja, ich würde sagen, mit dieser Flucht. Willst du nichts haben? Bist du drin? Ja, ich bin drin. Ich war hier, du bist immer neben dem Auto, ich sehe nicht, ob du drin bist. Achso, ich bin drin. Ja, ich würde sagen, mit dieser Flucht beenden wir das heutige Let's Play. Du warst voll. Danke. Das war jetzt dann immer ein Fail, weil ich das immer gesagt habe. Aber wir beenden die heutige Folge hier, die zweite, mit einer Flucht von der zur nächsten Mission. Und bei der nächsten Mission sehen wir uns dann wieder. Fuck! Folgt ein paar Mal da. Würde sagen, bis dann Leute, macht's gut, bleibt geschmeidig. Haut rein.